Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie und euch sehr herzlich bei Lyrik im Ausland. Das ist seit 2010 eine Veranstaltungsreihe mit Lesungen und Gesprächsformaten im Berliner Veranstaltungsort Ausland. Heute hier bei unserer Reihe Anna und Blechers Poetry Cast. Zu Anna und Blechers sind bei uns, ob nun als Abendveranstaltung oder wie hier im Podcast-Format, ÜbersetzerInnen und LyrikerInnen eingeladen, internationale Lektüren ihrer Wahl mit uns zu teilen. Sie stellen bereits verstorbene europäische Dichterinnen des 20. Jahrhunderts vor, die im deutschsprachigen Raum noch kaum oder gar nicht bekannt sind. Aus ihrer je eigenen Perspektive führen sie dabei in Leben und Werk der präsentierten Autorinnen ein und diskutieren deren Gedichte zusammen mit ausgewählten GesprächspartnerInnen. Die Übersetzungen für die zweisprachigen Lesungen entstehen dabei eigens für unser Format. Heute stellt Elena Palanza zusammen mit Jan Kuhlbrot die griechische Dichterin Katharina Chorou vor. Zu Katharina Chorou, 1940 geboren, 1993 gestorben und mit Gedichten von ihr, hören wir also im Folgenden die Gräzistin, Übersetzerin und Autorin Elena Palanza, die für unsere heutige Ausgabe auch Katharina Chorou zur Präsentation ausgewählt und zusammen mit Jan Kuhlbrot Gedichte von ihr übertragen hat. Elena Palanza lebt in Bonn und Athen und engagiert sich vielfach für die Sichtbarkeit der griechischen Gegenwartsliteratur im deutschsprachigen Raum. Daneben schreibt sie Rezensionen, Gedichte und Kurzprosa. Sie arbeitet als freie Übersetzerin vom Griechischen ins Deutsche und umgekehrt. 2013 gründete sie den Übersetzungskreis Lexis, mit dem sie 2018 für die Übersetzung der Novelle »Die schwierige Kunst« von Dimitris Eleftherakis ins Deutsche den griechischen Staatspreis für literarische Übersetzung erhielt. Sie wird im Folgenden auch einführen in Katharina Chorous Leben und Werk, Einblick geben in ihre Lektüre von Chorous Gedichten und im Verlauf der Sendung deren Gedichte im griechischen Original vortragen. Als ihr Gesprächspartner und als Rezitator der gemeinsam erarbeiteten Übersetzungen hören wir Jan Kuhlbrot. Jan Kuhlbrot lebt als freier Schriftsteller, Rezensent und Übersetzer in Leipzig. Zuletzt erschien von ihm die Novelle »Das Stockholm-Syndrom« 2018 im Elif Verlag und der Gedichtband »Die Rückkehr der Tiere« 2020 im Verlagshaus Berlin. Aus dem Griechischen übertrug er unter anderem zusammen mit Yorgos Kartakis die Hidden Poems von Konstantinos Kavafis, die unter dem Titel »Im Verborgenen« 2014 im Verlagshaus Berlin publiziert wurden. Wir freuen uns über ihr und euer Interesse und übergeben damit an Elena Palanza und Jan Kuhlbrot. Dichter zu werden. Dichter zu werden, davor ging mir der Arsch auf Grundeis. Dass ich im Zimmer hocke, auf das Meer glotze, vergesse, dass die Narben über meinen Adern verheilen, aus trüben Erinnerungen und aus der Tagesschau das Papier schwärzen und meine Ansichten billig verkaufen, dass mich die Klasse, die uns zerquetscht, anerkennt, um mich geschickt zu benutzen, dass mein Gebrüll zum Gemurmel wird, die meinen in den Schlaf zu flüstern, dass ich Metrum und Reim erlerne, mich unterwerfe, um gesungen zu werden, dass ich mir ein Fernglas besorge, um mir die Sabotageaktionen heranzuzoomen, an denen ich nicht teilnehme, dass mir Priester und Akademiker auflauern, wenn ich müde bin und mich zum Schuft werden lassen. Sie sind sehr geschickt und du gewöhnst dich an den Alltag, haben uns zu Hunden gemacht, dass wir uns an den Feiertagen schämen, aber stolz sind auf unsere Arbeitslosigkeit. So ist es. Sie lauern hinter jeder Ecke, gute Seelenklempner und böse Bullen. Marx, ich habe Angst vor ihm. Mein Kopf übergeht selbst ihn. Dieser regierende Abschaum ist daran schuld. Und ich kann dieses verdammte Gedicht nicht zu Ende bringen. Vielleicht an einem anderen Tag oder. Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ είναι μη γίνω ποιητής. Μην κλειστώ στο δωμάτιο να γναντεύω τη θάλασσα και απολυσμονήσω. Μην κλείσουνε τα ράματα στις φλέβες μου και από θολές αναμνήσεις και ειδήσεις της ΕΡΤ μαυρίζω χαρτιά και πλασάρω απόψεις. Μη με αποδεχτεί η ράτσα που μας έλειωσε για να με χρησιμοποιήσει. Μη γίνουνε τα ουρλιαχτά μου μουρμούρισμα για να κοιμίζω τους δικούς μου. Μη μάθω μέτρο και τεχνική και κλειστώ μέσα σε αυτά για να με τραγουδήσουν.
Μην πάρω μεγάλα κιάλια για να φέρω πιο κοντά τις δολιοφθορές που δεν θα παίρνω μέρος. Μην με πιάσουν στην κούραση παπάδες και ακαδημαϊκοί και που στέψω. Έχουν όλους τους τρόπους αυτοί και την καθημερινότητα που συνηθίζεις. Όλα έτσι παν, σκυλιά μας έχουν κάνει να ντρεπόμαστε την αργία περήφανοι για την ανεργία. Έτσι είναι. Μας περιμένουν στη γωνία καλοί ψυχίατροι και κακοί αστυνόμοι. Ο Μάρξ. Τον φοβάμαι. Το μυαλό μου τον δρασκελάει κι αυτόν. Αυτοί οι αλήτες φταίνε. Δεν μπορώ γαμώτο να τελειώσω αυτό το γραφτό. Μπορεί μια άλλη μέρα. Ich habe dieses Gedicht ausgesucht, was nicht mal zu Ende geschrieben werden kann, weil es hier um ein für Katharina Rohrus Lyrik zentrales Thema geht, die dichterische Identität. Und wie sie sich im Spannungsfeld zwischen dem schreibenden Subjekt und den sichtbaren Formen der Macht und der Gewalt bildet. Für Katharina Rohrus, die zweifellos eine politische Dichterin ist, ist die soziale Rolle des Dichters erstmal, also das heißt in den ersten Büchern, klar definiert und besteht in der konsequenten Systemkritik. Der Dichter kann sich gar nicht auf die Seite der Macht stellen oder sich mit der Macht identifizieren. Seine Rolle ist, sich lautstark gegen ein System zu wehren, das er nicht akzeptiert. Also Protest. Protest. So, ja. Als Grundantrieb genau. Der Dichtung. Ja. Und etwas, was auch in diesem Gedicht die Frage, die aufgeworfen wird, und das hat auch mit ihrer Rezeption zu tun, ist das überhaupt Dichtung? Also ist sie eine Dichterin? Stellt sie sich als Dichterin dar? Wie bildet sich ihre Identität? Und es ist so, dass zum Beispiel in einem Interview wurde sie gefragt, inwiefern sie die ästhetische Wirkung ihrer Texte beschäftigt. Ne? Und sie hat geantwortet, mich beschäftigt in erster Linie der Inhalt. Die Sprache ist eher meine Qual, denn jedes Wort rührt aus einem Trauma. Andererseits aber in ihrem letzten Interview, das war kurz vor ihrem Tod mit 53 Jahren an einem Mix aus Tabletten und Alkohol, weigert sie sich, sich als Schauspielerin, was sie eigentlich von Haus aus war, darzustellen und besteht darauf, ausschließlich als Dichterin wahrgenommen zu werden. Und das heißt also, es gibt eine Entwicklung in ihrem Selbstverständnis. Es war nicht von Anfang an so. Und sowieso haben wir hier mit einem Sonderfall zu tun, weil, wie gesagt, es ist eine Schauspielerin eigentlich und auch eine sehr bekannte. Und sie debütiert mit 38 Jahren als Lyrikerin. Und ihre Werke erfuhren noch zu ihren Lebzeiten zwischen 78 und 90 mehrere Auflagen. Ihr Verleger spricht von über 40 Exemplare, die verkauft wurden. 40? 4.000? 40. 40, ja. Und das sind wirklich Zahlen, die nur Elitis und Rizzos, also andere, die großen Dichter, der Nobelpreisträger, erreicht hat. Und aber trotzdem ist es so, dass sie komplett ignoriert wurde von der Kritik, dass sie in keinerlei Anthologie griechischer Lyrik auftaucht und ihr Werk eigentlich bis vor kurzem keine akademische Beachtung auch gefunden hat. Also kein Literaturwissenschaftler hat sich mit ihr beschäftigt. Ähnliche Fälle gibt es, glaube ich, fast überall auf der Welt, wenn Frauen anfangen, wütend zu werden. Genau. Ne? Dann erschreckt die Kritik erstmal und wird und verstummt. Genau, so. Und sie versuchen dann, also sie hat auch tatsächlich, man hat sie gefragt, bist du jetzt Dichterin oder Schauspielerin? Wenn es hart auf hart kam, war sie natürlich niemand. Genau, aber vielleicht tatsächlich fangen wir von Anfang an. Sie wurde 1940 in Athen geboren und schon mit 5 Jahren kam sie in Kontakt mit dem Theater und war mehr oder weniger ein Wunderkind. Also sie ist entdeckt worden und spielte in vielen Kindertheatergruppen mit. Und bereits mit 12 machte sie auch den ersten Kinofilm und später studierte sie Schauspiel und Tanz
und begann ihre künstlerische Karriere. Und bis Anfang der 70er hat sie eigentlich in vielen, also in über 30 griechischen Filmen gespielt und in 15 Theaterstücken. Und war auch bekannt in Griechenland? Ja, sie war deswegen bekannt, weil das griechische Kino dieser Zeit, der Nachkriegszeit, auch so ein besonderes kulturelles Phänomen ist. Also es waren kommerzielle, unterhaltsame Filme, die hatten leicht und apolitisch zu sein, weil die Leute sollten froh sein, dass der Krieg vorbei war, ihre Leiden vergessen und natürlich auch den Terror, der in der Zeit politisch stattfand, nicht wahrnehmen und auch nicht hinterfragen. Und wir sind ja 67, beginnt die Diktatur, also es war auch berechtigt. So die. Es ist auch ein merkwürdiger Zug von Diktaturen, dass die in dem Augenblick, wo sie an die Macht kommen, erstmal die Kunst versuchen zu entschärfen. Genau. So, natürlich, sie wussten ganz genau, dass das. Und in Griechenland in den 60ern gab es tatsächlich einen unfassbaren kulturellen Aufstieg, der natürlich dann sofort verstummt war. Und und diese Filme reproduziert, also sie standen unter Zensur, also der Staat sagte, wie sie, was alles da gesagt werden durfte, aber sie reproduzierten so gewisse Typen und Stereotypen natürlich auch. Und man spricht schon von der goldenen Ära des griechischen Kinos. Also das ist schon sehr, also war eine, wir kennen die alle. Alle Griechen kennen in- und auswendig diese Filme, weil sie natürlich dann aus der Fernseher kamen, wurden sie jeden Samstag gnadenlos wiederholt. Aber sie sind nicht über Griechenland hinaus gedrungen. Nee, nee. Also sie blieben wirklich so eine, war ein bisschen so Sittenkunst, Folklore ein bisschen. Und basierten im Grunde auch auf dem Talent der Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, und Rogu war auch aktiv in dieser Produktion, aber eben nicht als große Protagonistin, sondern eben immer in Nebenrollen. Also sie war die kleine, pfiffige Schwester, das Kindermädchen, die freche Schülerin. Das heißt aber, in der Zeit, als sie also 1978, als dann dieser erste Band kommt, ist sie ein sehr bekanntes Gesicht. Also die kennt jeder in Griechenland. Hat sich das, nur ganz kurz zum Kino, hat sich das verändert nach Ende der Diktatur? Ja, also oder? Danach begann eine nicht kommerzielle, experimentelle Szene. Und also Kino auch. Und die hat dann tatsächlich in dem Moment, in dem sie veröffentlicht und anfängt als Dichterin dann aufzutreten, hört sie auch auf mit diesem Mainstream-Kino. Also sie geht dann komplett in die andere Richtung und auch mit Erfolg. Also sie macht auch Preise, aber es war natürlich nicht mehr für das breite Publikum. Ne? Das war klar. Also sie beginnt so beginnt so auch ihr Weg zu einer Isolation. Genau. Und ich habe gesagt, sie war ein bekanntes Gesicht, aber gleichzeitig hat sie überrascht. Also das breite Publikum wusste natürlich nicht, dass sie so eine politische Stimme ist und dass sie, und vor allem aber auch mit dem Zorn, der aus diesen Texten kam. Und sie war tatsächlich in der Zeit, also sie war früher Linke, also das heißt der kommunistischen Partei nah, ohne jemals organisiert zu sein, aber sie tritt dann, also Mitte der 70er, in eine trotzkistische Organisation und ein bisschen später aber geht sie in die anarchistische Szene. Ja. Und sie veröffentlicht sechs Gedichtbände und wie gesagt, immer mehr hört sie auf auch mit dem Schauspiel. Sie ist nicht mehr, aber das liegt auch daran, dass sie irgendwann anfängt, Drogen zu nehmen und landet auch schließlich in die Psychiatrie. Sie wird auch nicht mehr besetzt. So, die Regisseure oder so versuchen sie auch nicht in irgendeiner Form noch zu halten, oder? Doch, sie hat natürlich ein paar sehr gute Freunde, die immer wieder versuchen, ihr zu helfen, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ja, ist klar. Sie kann sich überhaupt nicht
kann an nichts. Also sie hatte so ein paar Mal versucht und wie gesagt, es gab große Hilfe auch an Unterstützung von gewissen Leuten, aber sie hat das nicht geschafft. Ja, und auch der vorletzte Band zum Beispiel ist auch komplett geschrieben in der Psychiatrie und das allerletzte Buch ist dann aus dem Nachlass, also nach ihrem Tod 10 Jahre veröffentlicht. Dann hat sich die Psychiatrie ist ja auch immer mit einer Krankheit verbunden. Hat sich das vorher schon angekündigt oder? Nicht wirklich. Also wobei ich finde, man kann wirklich in ihren Texten auch eine gewisse Entwicklung herauslesen. Ja, weil sie wird immer, man merkt, dass es irgendwann so zu einer Art Isolation und Hospitalismus ganz klar erkennen. Ne? Aber ich würde jetzt gerne mit dir die ersten Texte lesen, also aus dem ersten Band, wo noch die Stimme ganz, ganz stark ist und hat auch dieses Selbstbewusstsein und dieses, wie sie auch selber jetzt sagt, eigentlich noch sehr bejahende, also sie kämpft fürs Leben. Da heißt ja auch gleich unser Leben. Ja, genau. Der erste Text. Aber es nimmt natürlich auch dieses Leben sofort zurück. Ja. Also es ist immer also von Anfang an so eine Ambivalenz. Es ist von Anfang an, genau, die Widersprüche, in denen sie auch am Ende scheitert, glaube ich. Ja. Unser Leben, Stiche von Taschenmessern. In schmutzigen Sackgassen, faule Zähne, verblasste Parolen, lausige Klamotten, Geruch von Urin, Desinfektionsmittel und vergammelten Sperma, zerrissene Plakate, rauf und runter. Immer die Patissionsstraße, rauf und runter. Persil verschmutzt das Meer nicht. Und Mitropanos, der Sänger, trat in unser Leben, doch wurde er ins hippe Dexameni entführt, wie auch die langbeinigen Mädels. Wir kommen nicht vom Fleck. Ein Leben lang ums Verrecken fahren wir immer dieselbe Strecke. Schmach, Einsamkeit, Verzweiflung und zurück. Okay, wir weinen nicht mehr, sind erwachsen geworden. Nur wenn es regnet, lutschen wir heimlich am Daumen und rauchen Kette. Unser Leben ein sinnloses Keuchen auf Sitzstreiks unter Verrätern in Streifenwagen. Deshalb sage ich dir, das nächste Mal, wenn sie auf uns schießen, sollten wir nicht abhauen. Lass es uns versuchen. Verkaufen wir unsere Haut nicht zu billig, verdammt. Niemals. Es regnet. Gib mal eine Kippe. Η ζωή μας είναι σουγιαδιές σε βρώμικα διέξοδα, σάπια δόντια, ξεθοριασμένα συνθήματα, μπάσο βεστιάριο, μυρωδιές από κάτουρα, αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα. Ξεσκισμένες αφίσες, πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Το ρόλ που δεν ρυπαίνει τη θάλασσα και ο Μητροπάνος μπήκε στη ζωή μας, μας τον έφαγε δεξαμενή κι αυτόν σαν τις ψιλόκολες. Εμείς εκεί, μια ζωή λιγούρια, ταξιδεύουμε την ίδια διαδρομή. Ξεφτύλα, μοναξιά, απελπισία και ανάποδα. Εντάξει, δεν κλαίμε, μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει βυζένουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανητά, σε κανονισμένες απεργίες, ρουφιάνους και περιπολικά. Γι' αυτό σου λέω, την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε να μην την κοπανίσουμε, να ζυγιαστούμε, μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας, ρε. Μη, βρέχει, δώσ' μου τσιγάρο. Meine Freunde sind schwarze Vögel, Wippen auf den Dächern erodierender Häuser. Exarchia, Batisia, Metaxurgio, Metz. Sie nehmen jede Arbeit an, gehen hausieren mit Kochbüchern und Lexika, bauen Straßen und verbinden Wüsten, Dolmetscher in den Puffs auf der Zenongasse, Berufsrevolutionäre. Sie wurden bedrängt und zogen den Schwanz ein. Jetzt nehmen sie Tabletten und saufen, um schlafen zu können. Doch ihre Träume
lassen sie nicht schlafen. Meine Freunde sind Drähte, gespannt auf den Dächern alter Häuser. Ex-Archia, Victoria, Kukaki, Gysi. Daran habt ihr Millionen eiserner Wäscheklammern geklemmt. Eure Gewissensbisse, die Beschlüsse eurer Kongresse, geliehene Kleider, Narben von brennenden Kippen, seltsames Kopfweh, drohendes Schweigen, Vaginitis. Sie verlieben sich in Schwule, Trichomonaden, Menstruationsverzögerung, das Telefon, das Telefon, das Telefon, Glasscherben, der Krankenwagen, niemand. Sie machen, was ihnen zufällt. Meine Freunde sind immer unterwegs, denn ihr habt ihnen jeden Zentimeter geraubt. All meine Freunde malen mit schwarzer Farbe, denn die rote habt ihr ihnen versaut. Sie sprechen in anderen Zungen, denn eure sind nur zum Arschlecken da. Meine Freunde sind schwarze Vögel und Drähte um eure Hände, um euren Hals. Meine Freunde. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο, μέτς. Κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέτη ζήνωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια, τις ενοχές σας. Αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς. Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο, γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου. Wiegenlied. Jetzt ist es still, das Meer ist fern und die Krähen fressen keine vom Whisky zerfressene Leber. Wir können schlafen in aller Ruhe. Die Partei hat sich in tausend Stücke gespalten und Berlinguer hat eine Decke gehäkelt, unter der wir unser Klassenbewusstsein verstecken. Komm zur Ruhe, mit ein wenig Mäßigung werden wir aus der Nummer heil herauskommen. Die Klasse, die den Wandel herbeiführen sollte, ist eingeschlafen. Auch wir können jetzt Führung spielen. Schlaf ein, jetzt ist es still. Unsere Zeit essen, schlafen und ficken. Die Hetzer beten an unseren Kissen und die Killer arbeiten für uns. Νανούρισμα. Τώρα είναι ήσυχα. Η θάλασσα λείπει μακριά και τα κοράκια δεν τρώνε σάπια σηκώτια από το ουίσκι. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Το κόμμα διασπάστηκε στα χείλια και ο Μπερλίνγκουερ έπλεξε με το βελονάκι κουβέρτα να κουκουλώσουμε τις ταξικές ανησυχίες μας. Ησύχασε. Με λίγη ρέγουλα θα τη σκαπουλάρουμε. Η τάξη που θα έφερνε την αλλαγή αποκοιμήθηκε. Μπορούμε κι εμείς να παίξουμε την ηγεσία. Κοιμήσου. Τώρα είναι ήσυχα. Η εποχή μας. Νάνι, φαΐ και πίδημα. Οι τραμπούκοι προσεύχονται στο μαξιλάρι μας και οι δολοφόνοι δουλεύουν για μας. Ja, so wie du es sagst, so ist es. Gräbst du tief, findest du Häuser aus zwei Etagen, die haben im Keller große tönerne Krüge, gar nicht weit vom Meer entfernt, und für einen Apfel und ein Ei. Auch in den Bergen ist es schön. Mit Bäumen und Flüssen, mit Frau und Ziege geht es dir gut. Nur, dass wir vorhatten, die Welt zu verändern, und das funktioniert nicht zwischen diesen idyllischen Hügeln.
So war es abgemacht. Wir suchten nach Waffen, wussten, dass alle sterben, aber manch Tod zählt mehr. Und weil er selbst seine Weise bestimmt. Und wir entschieden uns, den Tod zu töten, aus Liebe zum Leben. Ich weiß, da gibt es unendlich viel Strand und Bäume bis hinunter zum Meer. Und die Liebe ist eine große Sache, aber wir mussten zuerst mit den Schweinen fertig werden. Du kamst hierher und hast geraucht, schautest auf die Dielen, warst vage und distanziert, wurdest rot wie ein Mädchen, verlorst darüber kein Wort. Auch ich sprach nicht darüber. Ich sagte nur, lass dich mal wieder blicken, und du aber sicher, Kleines, und gingst, hast deine Kippen vergessen. Ich winkte ab, so wie ich es gesehen hatte, dass ihr Männer das macht, und bohrte mit meinem Finger ein Loch durch das Päckchen, ganz durch. War eh nicht meine Marke, Kleines. Nee. Έτσι είναι όπως τα λες. Άμα ψάξεις βαθιά βρίσκεις σπίτια δίπατα που έχουν στο κατώ η πύληνα δοχεία, λίγη ώρα μακριά από τη θάλασσα και κοψοχρονιάς. Και στο βουνό είναι όμορφα, με δέντρα και ποτάμια, με γυναίκα και μια γίδα είσαι εντάξει. Μόνο που εμείς είχαμε αποφασίσει να αλλάξουμε τον κόσμο και αυτό δεν γίνεται με εξοχή. Το είχαμε πει αυτό. Ψάχναμε να βρούμε όπλα. Ξέραμε πως όλοι πεθαίνουνε, αλλά υπάρχουν θάνατοι που βαραίνουνε γιατί διαλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο. Και εμείς αποφασίσαμε το θάνατο στο θάνατο, γιατί αγαπάγαμε πολύ τη ζωή. Ξέρω πως υπάρχουν ατέλειωτες ακρογιαλιές και δέντρα μες στη θάλασσα και ο έρωτας είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά έπρεπε πρώτα να τελειώνουμε με τα γουρούνια. Ήρθες εδώ και κάπνιζες, κοιτώντας τα σανίδια. Ήσουν αόριστος και μακρινός, κοκκίνιζε σαν τα κορίτσια, ούτε κουβέντα για όλα αυτά, ούτε κι εγώ σου μίλησα, σου είπα μονάχα μη χάνεσαι και εσύ μου πες ναι μωρέ και έφυγες ξεχνώντας τα τσιγάρα σου. Έδωσα μία κι εγώ, έτσι όπως έχω δει να κάνετε οι άντρες και τρύπησα με το δάχτυλο πέρα για πέρα το πακέτο. Δεν ήταν εκεί η μάρκα μου μωρέ. 25. Mai. Eines Morgens werde ich die Tür öffnen und auf die Straße gehen, so wie gestern auch. Und ich werde nur an Vater denken, an das Stück Vater und an das Stück Meer, das sie mir überließen, und an die Stadt, die sie versauten, und an unsere verschwundenen Freunde. Eines Morgens werde ich die Tür öffnen und direkt ins Feuer hineingehen, genau wie gestern. Faschisten werde ich pullen, Barrikaden errichten und Steine werfen, mit einer roten Fahne hoch erhoben, dass sie in der Sonne strahlt. Ich werde die Tür öffnen und sagen, nicht weil ich Angst habe, nein, nur das will ich dir sagen, dass ich es nicht rechtzeitig kapiert habe und dass du lernen musst, nie unbewaffnet auf die Straße zu gehen, so wie ich es getan, denn ich habe es nicht rechtzeitig verstanden. Sonst wirst du auch zugrunde gehen, so wie ich, verloren, zerbrochen in Stücken aus Meer, Kindheit und roten Fahnen. Eines Morgens werde ich die Tür öffnen und verschwinden mit dem Traum von der Revolution und die endlose Einsamkeit der Straßen, die brennen werden, in die endlose Einsamkeit der Barrikaden aus Papier und mit dem Stigma, glaub ihnen nicht, der Provokateuren. 25 Maiού. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χτες. Και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μ' άφησαν. Και την πόλη που τη σάπισαν. Και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα και είναι, όχι πως φοβάμαι, μα να, θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως και εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια από θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάβαρα. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ,
με το όνειρο της επανάστασης, με στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, με στην απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοφραγμάτων, με το χαρακτηρισμό «μη τους πιστέψεις, προβοκάτορας». Also das waren jetzt alles Texte aus dem ersten Band. Genau, so 78. Und ist der gleich rezipiert worden? Also gab es da... Ja, also er war sofort, er hat innerhalb von einigen Monaten, musste er wieder neu kommen. Und es ist heute wieder natürlich eine Frage, so wer das alles gelesen hat, aber aha. Man... Also viele Leute sagen, es ist vielleicht ein viel breiteres Publikum, als man denkt. Also das ist nur so ganz Junge in der Zeit oder Anarchisten oder so, weil die Zahlen erklären sich sonst nicht. Und ich muss sagen, ich habe vielleicht, wenn ich so eine persönliche Erinnerung mir erlauben darf, ich weiß, dass ich war da Mitte der 80er, 15, 16 und eine Freundin hat mir das Büchlein Drei Klick nach links heißt es übrigens. Das ist von der Militärsprache. Also es ist die Konjunktur, wie man das die, Ziel wenn man, setzt. Wenn man, ja. die, wenn man die, also an der Waffe die Einstellung ändert. Genau. Und dann. Ja, damit man das Ziel trifft. Und genau. Und ich weiß, obwohl wir damals schon mit politischer Dichtung vertraut waren, war das eine ganz andere Stimme. Also es war ganz anders als das, was wir alle kannten von der Schule, ne? Die Poesie. Und gleichzeitig war das natürlich auch so jugendhaft und so sprach auch über die Gegenwart, über die Viertel, in denen wir waren oder die Sachen, die wir machten. Und dann war auch die Tatsache, also es war politisch, aber es roch nicht nach Engagement und Partei und all diese Sachen, sondern, und es war auch eine Frau natürlich, das ist ganz wichtig, dass sie so dachte und versuchte, ihre Stimme zu finden in dieser unfassbar männlich dominierten Welt, wie damals Griechenland war. Und so mutig und ehrlich und zugleich aber zart war. Und auch so ein bisschen punkig, ne? So, ja, wenn ja so, genau. Also wenn man sich so die älteren griechischen Dichter vorstellt mit ihren... Ja, Breitkurzsakkos und so und die dann auch mit ihren jüngeren Frauen die Seele betraten und gesetzt, da eigentlich ein Gegenentwurf ist dazu. Ist das ein Gegenentwurf, ne? Absolut. Und für mich ist das, was mich nach wie vor bewegt an ihr, ist wirklich die Ehrlichkeit ihrer Stimme. Also sie hat überhaupt kein verkopftes Schnickschnack, sondern... Es ist die pure Wahrheit, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist, finde ich, entwaffnend wirklich und sehr rührend irgendwo. Und es ist eine Person, die in einer sehr feindlichen Welt, so nimmt sie alles wahr in diesem Moment. Also vielleicht können wir später auch über die Zeit sprechen, was das genau war damals. Aber sie... zieht komplett ihre Schutzhaut aus und steht offen und nackt und völlig angreifbar uns gegenüber. Und im selben Moment spürst du den Preis, den sie dafür zahlt. Ja, und man kann natürlich auch eine Entwicklung sehen, weil sie immer mehr dann einem Einzelweg folgt, ne? Sie im Grunde bereitet sie ihren Weg zu einem Selbstexil langsam. Und obwohl sie am Anfang so viel, wie gesagt, Resonanz bekommt und gelesen wird und alles. Aber dann geht es immer in eine, in eine auch selbstzerstörerische Richtung natürlich. Aber gleichzeitig scheint es auch der einzige konsequente Weg für sie zu sein. Also... Man muss auch sagen, da kommt wahrscheinlich auch ein Echo einfach, ne, bei solchen starken Texten. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, aus dem Wind zu gehen oder sagen, den Gegenwind irgendwie so abzufedern, dann wird das sicherlich schwer. Aber andererseits dreht sich dann auch schon wieder um. Ja? Also es zieht ja auch die Kraft eigentlich raus aus dem Gegenwind so. Genau. Ich glaube, sie versucht
auch eine, also sie weiß, wenn sie nicht so gegen alles ist, dann Aha. wird es auch keine Bewegung geben. Ne? Weil, ja. Und das ist ganz wichtig, vielleicht zu wissen, was die Zeit ist. Also die Zeit, in der sie schreibt, ist natürlich die Zeit direkt nach der Diktatur in Griechenland. Und das war eine sehr, zumindest so am Anfang, als die Diktatur gefallen ist und gestürzt ist, haben alle die Hoffnung gehabt, so jetzt endlich mal kann man Demokratie erleben. Ne? Und das, also gerade so die linksgerichteten Bürger und Bürgerinnen haben geglaubt, viele haben auch geglaubt, dass es jetzt die Chance ist für die Revolution und dann kann alles, es war eine voller also eine Zeit voller Hoffnung, aber es war natürlich eine illusorische Euphorie, die sehr schnell, die hat nicht lange gedauert. Also im Grunde war das dann eine sehr regressive Zeit, nur mit der Maske der Progressivität. Und sehr schnell, und das ist das, was sie zum Beispiel auch kritisiert, ist jeder Kleinbürger in seinem Alltag, hat weitergemacht, hat versucht, hat vergessen, wie notwendig die sozialen Kämpfe sind, hat alle bewährte Mechanismen von Macht und Gewalt haben sich geäußert, in der Familie, im Staat, im Geschlecht, also zwischen den Geschlechtern. Es ging sofort los und das ist das, was sie zu diesem Ausbruch dann bringt. Es kommen ja auch viele, damals kamen ja auch viele aus dem Exil zurück. Ja. Aus Paris. Aus Paris, aus Deutschland. Also dann gibt es ja dieses große Konzert von Theodorakis, das erste Konzert nach der Niederschlagung. Weiter. Und da sieht man auch so eine Euphorie, die letztlich da ist. Aber was sie unterscheidet, finde ich, von denen ist, sie fängt ja nicht an, in der Antike zu graben. Nein. Sondern sie ist ganz in dem Jetzt. In der Gegenwart, Und das ist wirklich sehr, das, was du sagst, ist sehr wichtig, weil sie hat tatsächlich, sie hat nicht dieses Museale, auch das Erbe der Antike, was für jeden natürlich, der auch Intellektuellen in Griechenland wichtig war, ne, und immer diesen Bezug herzustellen und die griechische Identität zu zeigen, sondern sie bleibt in ihrer Gegenwart, aber sie und stellt so viel in Frage, also von all dem. Das ist wirklich eine nicht konforme Stimme, die niemandem gefallen hat. Und sie zelebriert sich auch nicht als Siegerin, ne? Nein. So wie die anderen alle, die auch vor allen Dingen die Exilgriechen kamen ja zurück, so mit so einem Siegergestus sozusagen. Ja. Und das ist bei ihr überhaupt nicht vorhanden. Und ich glaube, dass da wirklich die Tatsache, dass sie eine Frau ist und das alles anders wahrgenommen hat. Sie hat zwar versucht, männliche Stimmen nachklingen zu lassen, also bestimmte auch Kritiker aus der Linke, die ganz, die sehr kritisch gegenüber auch der Kommunistischen Partei und der ganzen linken Ideologie, die ja in Griechenland wegen des Widerstands im Zweiten Weltkrieg eine ganz andere Stellenwert hat im Land. Aber sie hat also diese Stimmen ausgeliehen von den anderen, aber sie hat mit ihrer weiblichen Sicht die Hierarchien und die etablierten Geschichten durcheinander gebracht. Also sie hat die Geschichte im Grunde neu erfunden und sie hat geschafft, auch ihre persönliche Geschichte, also autobiografische Elemente, mit der großen Geschichte Griechenlands dann zu verknüpfen. Aber das wurde ihr manchmal auch als negativ, so würde negativ empfunden, weil sie dadurch so apolitisch klingt, war auf einmal für die Leute. Also wenn du privat über die private Sachen sprichst, bist du dann nicht mehr politisch. Ne? Ja. Und das hat natürlich auch wieder mit der Frauenliteratur der Zeit zu tun, die sehr schnell leider so in eine Schublade des Apolitischen, des Privaten geschoben wurde. Also
Die Stimmen der Frauen in der Zeit, in den 70ern in Griechenland, haben es nicht geschafft, ihre Erfahrungen, ihre weiblichen Erfahrungen mit dem Kollektiv, mit der kollektiven Erfahrung, geschweige denn mit der nationalen, anzuknüpfen, ne, zu verbinden. Und das war natürlich in der etablierten Lyrik damals sehr wichtig, dass der Dichter die nationale Stimme ist, die Stimme der Nation. Der muss die Geschichte Griechenlands repräsentieren, ne, und erzählen. Ja. Und klar, natürlich, also sie versucht diese Sprache, die sehr stark auch durch die Mündlichkeit geprägt ist, ne, die will diese Unmittelbarkeit, diese nicht schöne, wirklich schöne Sprache. So, es ist Street Poetry, es ist prosaisch, es ist Umgangssprache, es ist Schimpfwörter sind drin, ne, ihre Subjekte sind, ihre Helden sind schimpfen, sind zornig, sind sehr, wobei zwischendurch muss man sagen, kommt auch ein sehr gut ausgearbeiteter Vers, ne? Der ist da dann auch sehr musikalisch auf einmal, oder ich finde, ihre Sprache hat einfach, ihre Rede hat einen natürlichen, guten Rhythmus, was sicherlich auch mit ihrer Schauspielausbildung zu tun hat. Also sie spricht einfach, sie beherrscht dieses Werkzeug und sie hat den Rhythmus in sich, den muss sie nicht viel erfinden, sie muss sich nicht bemühen. Ne? Es gibt manchmal, manche Leute glauben, dass sie sehr so automatisch geschrieben hat, aber sie, ja, hat sie auch, aber sie ist dann aufgestanden, das erzählen auch Zeugen, und hat dann die Texte laut gelesen und dann hat sie ein paar Sachen korrigiert und das war's und es saß. Also im Griechischen sitzt es wirklich sehr und es ist auch kein Zufall, dass, glaube ich, das ist, weil man muss sagen, sie war dann irgendwann vergessen nach ihrem Tod, ne? Aber 2008, als kurz vor der griechischen Finanzkrise, gab es viele Proteste in Athen, auch so mit der Jugend, es wurde auch ein junger Demonstrant von der Polizei getötet und in der Zeit, die wieder sehr politisiert war, sah man Parolen, also an der Wand geschriebene Verse von Katerina Vorhu. Dieser Mord an diesem jungen Mann hat ganz schön was freigesetzt, so an Wut. Genau, und da, Empörung. Und, kann man ja relativ schwer mit Rizos oder so arbeiten. Mhm. Dann brauchte man schon neues Sprachmaterial, und was nicht unbedingt aus der Antike schöpfte. Ja. Sondern eben aus den Vorstädten. Genau, ja. Derzeit. Und aus der Straße einfach. Ja. Aus den, genau. Ja. Und ein anderes Charakteristikum, was ich interessant finde in diesen ersten Texten, ist, dass sie sind ja sehr narrativ im Grunde. Ne? Sie erzählen eine Geschichte und das ist ähnlich manchmal wie ein Krimi-Szenario. Also das Subjekt ist in Gefahr, das merkt man. Ja. Das ist, sie sagte auch in einem Interview, es war wie eine Menschenjagd damals. Aha. Wir liefen vorne und die anderen kamen hinter uns und man hörte das Keuchen. Also sie will dieses Keuchen und das ist die Sprache dieser ersten Bücher. Und sie inszeniert sozusagen ein Verhältnis von Täter und Opfer und dieses Opfer versucht, dieser Gewalt, die überall ist, in der Familie, im Staat, zu entfliehen. Ne? Und daher kommt tatsächlich dieser Eindruck des keuchenden Wegrennens einfach. Und was sie macht, ist, sie baut Polarisierungen auf. Aha. Also sie lebt auch in einer Zeit von Dichotomien. Ne? Und es ist alles sehr, sehr polarisiert, sehr hart, sehr inkompatibel. Aber sie versucht dann da drin, ich glaube, das ist auch ein bisschen Dialektik, was hier eine Rolle spielt, sie versucht dann die Synthese, aber im Grunde wird sie zermalmt von diesen Dichotomien, also sie selber. Ne, sie baut auch kein Partei-Ich auf, sondern wenn sie Ich sagt, dann meint sie ja nicht ich als Mitglied der und der Bewegung, sondern sie meint sich. Genau, ja. Und niemanden sonst. So. Ja, ja.
Das ist, also das Autobiografische ist sehr stark. Sie benutzt natürlich sicherlich auch ihre, die Ikone, die sie war. Ne? Die, mhm. die Tatsache, dass sie eine bekannte Persona war. Sie war nicht irgendjemand, so eine Lyrikerin, die keiner kannte, sondern sie war eine, die kannte jeder eigentlich. Und sie wusste dann langsam, dass sie dadurch, sie hat eine Rolle, etwas zu sagen. Ne? Das, aber sie schwebt nicht, ne? Sie hebt nicht ab, so wie die anderen oder wie viele Dichter, die dann eben so für das Volk sprechen mhm. oder so, sondern sie bleibt also schon massiv geerdet. Ja, extrem. Und wenn sie Schmerz sagt, dann meint sie das, was weh tut. Ja. Und keinen metaphysischen Schmerz oder so, sondern richtigen Schmerz. Ja, ja. Das. Aber das ist auch der Grund, warum man sie auch in Zweifel gesetzt hat. Ne? Also man hat, viele Leute haben dann gesagt, okay, also, aber ist das Dichtung jetzt? Also das, und okay, du wirfst Wörter, musst du jetzt auch Steine werfen? Das wurde immer gefragt, weil ab und zu hat sie so Interviews gegeben. Sie sagt ungern, aber sie hat das gemacht und da hört man natürlich auch sehr viel über ihre Einstellung zum Ganzen. Genau. Und ich finde, es ist sehr interessant natürlich, weil wir die ganze Zeit sagen, es ist eine Frau und sie hat sicherlich ein feministisches Bewusstsein, aber das Verhältnis zum Feminismus ist auch ein sehr komplexes. Also, weil man kann so zusammenfassen, kann man sagen, ihre Dichtung ist der Übergang so von einem Marxismus in eine freiere Anarchie mit feministischem Bewusstsein, so könnte man sagen. Aber sie steht auch dem Feminismus, zumindest dem griechischen Feminismus, so wie er in der Zeit ist, sehr kritisch gegenüber. Und in der Zeit hat man tatsächlich, also die griechischen Feministinnen waren zwischen einer marxistischen Richtung und einer amerikanisch-französischen. Aha. Das heißt also einmal so mit den sozialen Kämpfen und Fokus auf die Gleichheit der Geschlechter, die anderen aber ohne soziale Kämpfe und mit Fokus auf die Unterschiede der Geschlechter. Aber nicht so sehr im Sinne von Hybridität oder Heterogenität. Das war alles noch nicht so weit, also in der griechischen Rezeption, ne, des Feminismus. Ja, aber es gab sowas wie vielleicht einen gewerkschaftlichen Feminismus, der sich eben auf die Arbeitsbedingungen und die häuslichen Bedingungen und so weiter fokussierte. Ja. Und dann diesen Christopher Feminismus, also eigentlich ein hochtheoretisches Konstrukt, so, was sich aber gar nicht so groß kümmerte um die Probleme der Hausfrauen und Arbeiterinnen und so. Aber das Fatale war wieder, dass es blieb dann tatsächlich eine häusliche Angelegenheit. Aha. Also die Bewegung scheiterte daran, dass es nie kollektiv wurde, dass dann alles privat, ein privates Problem wurde. Und das ist etwas, was sie gesehen hat und diese Konfusion der Feministinnen auch kritisiert hat. Ne? Es gibt auch diese Gedichte der über die feministische Bewegung. Vielleicht können wir das lesen. Ja, da ist überhaupt gleich das erste Gedicht, das heißt Demokratische Frauenbewegung, und das macht diesen Komplex eigentlich auf eine ziemlich, fast krasse Art eigentlich auf. Ne? Demokratische Frauenbewegung. Sie schossen, um zu töten. Sie schießen in die Luft, sagten die Frauen, dann füllte sich die kleine Grube an der Haltestelle mit Blut. Das sind Plastikgeschosse, sagten sie. Dann fiel er, ohnmächtig, sagten sie. Dann lag er regungslos. Sie sind abgefahren. Er bewegt sich nicht. Die Frauen nahmen den Trolleybus, fuhren weg, fort sind sie. Κίνηση δημοκρατικών γυναικών. Βαράγαν στο ψαχνό. Στον αέρα ρίχνουνε, είπαν αυτές. Ύστερα γέμισε αίμα η λακκουβίτσα στη στάση. Πλαστικές είναι, είπαν αυτές. Ύστερα έπεσε κάτω. Λιποθύμησε, είπαν αυτές. Ύστερα έμεινε ακίνητος,
Είχαν ξεκινήσει. Έμεινε ακίνητος. Είχαν πάρει το τρόλεϊ, φύγανε. Πάνε αυτές. Das nächste ist, glaube ich, genau der Punkt. Das heißt Trübsinn. Und das beschreibt, glaube ich, genau auch den Zwiespalt, in den sie sich befindet oder eben auch Frauen sich befinden und diese ganze Bewegung vielleicht. Ja, genau das ist es. Trübsinn. Sie stand auf und bereitete perfekt ihnen das Frühstück mit abgezirkelten Bewegungen. Sie brachte sie zur Tür. Auf Wiedersehen, ich hab euch lieb, kommt nicht allzu spät wieder vom klug polierten Geländer im Treppenhaus. Sie klopfte den Teppich, wusch Tassen und Aschenbecher, führte selbst Gespräche dabei. Sie gab das Essen in den Topf und wechselte das Wasser in den Vasen. Im Supermarkt fühlte sie sich superschlau, lächelte die Friseurin an mit Nachsicht, empfand kurz Entfremdung im Kosmetikladen und kaufte Edition Zeile, das Bewusstsein der Frau in der Männerwelt. Sie deckte gerade den Tisch, als es klingelte. Schön war sie, intelligent und politisch informiert. Das Kind schlief ein und der Mann berührte sie von hinten. Sie kicherte, so wie sie es in einem Werbespot gesehen hatte, und sagte ihm mit tiefer, sexy Stimme, komm. Er fickte sie und kam und legte sich ab. Die Frau stand vorsichtig auf, um ihn nicht zu wecken. Sie spülte das Geschirr, führte dabei Selbstgespräche. Sie öffnete die Fenster, um den Bratengeruch verschwinden zu lassen. Sie zündete sich eine Zigarette an und schlug das Buch auf und las: Nur wenn die Frauen es aktiv fordern, wird es Hoffnung auf Veränderung geben. Und weiter unten: Ja, aber was hast du heute gemacht, meine Süße? Was hast du heute gemacht? Sie stand vorsichtig auf, nahm das Kabel vom Grill, zog es fest um den Hals ihres Mannes und schrieb unter die Frage der feministischen Bewegung: Ich habe einen erwürgt. Dann rief sie die Polizei an, und bis die eintraf, warf sie noch einen Blick auf ihr Horoskop im Frauenmagazin. Θολούρα. Σηκώθηκε και τους ετοίμασε τέλεια το πρωινό με μαθηματικές κινήσεις. Τους χαιρέτησε. «Στο καλό σας, αγαπάω, μην αργήσετε», από το σοφά γυαλισμένο κεφαλόσκαλο. Τίναξε το χαλί, έπλυνε φλιτζάνια και τα σάκια, μιλώντας μόνη της. Έβαλε το φαΐ στην κατσαρόλα και άλλαξε το νερό στα βάζα. Ένιωσε έξυπνη στο μανάβικο, χαμογέλασε συγκαταβατικά στην κομμότρια, αλωτριώθηκε στην αποθήκη καλλιντικών και αγόρασε εκδόσεις κύτταρο τη συνείδηση της γυναίκας στον ανδρικό κόσμο. Έστρωσε το τραπέζι την ώρα που χτύπαγε το κουδούνι, όμορφη, έξυπνη και ενημερωμένη για τα κοινά. Το παιδί κοιμήθηκε και ο άντρας την ακούμπησε από πίσω. Αυτή χαχάνισε όπως είχε δει σε ένα διαφημιστικό και του είπε με χοντρή σεξουαλική φωνή: «Έλα». Την πήδηξε, τέλειωσε και ξεράθηκε. Η γυναίκα σηκώθηκε με προσοχή για να μην τον ξυπνήσει, έπλυνε τα πιάτα μιλώντας μόνη της, άνοιξε το παράθυρο να φύγει η τσικνίλα. Έκανε τσιγάρο, άνοιξε το βιβλίο και διάβασε. Μόνο όταν οι γυναίκες απαιτήσουν ενεργητικά θα υπάρξει ελπίδα για αλλαγή. Και πιο κάτω: «Ναι, αλλά τι έκανες σήμερα, Χρυσή μου, τι έκανες σήμερα?» Σηκώθηκε με προσοχή, πήρε το καλώδιο της ψύστρας, το σφίξε καλά στο λαιμό του άντρα της και έγραψε κάτω από την ερώτηση του φεμινιστικού κινήματος: «Έπνιξα έναν». Ύστερα πήρε το 100 και μέχρι να έρθουν κοίταξε το οροσκόπιό της στη γυναίκα. Das ist genau das. Und sie, es gibt ein Interview, in dem sie sich lustig macht darüber, wie die Feministinnen dieses Gedicht verstanden haben, nämlich wörtlich. Aha. Sie haben nicht die Ironie gesehen, sondern sie haben es als einen symbolischen Mordakt, ne, genommen, zu dem eigentlich der Feminismus auffordern sollte. Aha. Und sie will aber genau das Konfuse, diese Spaltung, diese ohne Orientierung eigentlich Handlung zeigen. Das kommt jetzt im nächsten auch nochmal, ne? In Sonja. Ja, das ist, hier ist, sind so zwei Gedichte jetzt, die zeigen, die kommen auch, die habe ich ausgesucht wegen der
um zu zeigen, so ihre aktivistische Haltung auch. Also sie hat sich sehr engagiert für Homosexuelle, für allgemein Minderheiten, Minoritäten, die keine Stimme in dem Staat hatten, die keiner vertreten hat. Die Verdammten. Sonja, sie neigte ihren blassen Kopf mit einem Seufzer zur Seite und schlief für immer ein. Über ihr der gewölbte Himmel, karge Landschaft, dunkel, Steine nur und Felsen, nicht einmal Regen. Du, die Braut, dein Lippenstift verwischt, knallrot, Tüllspitzen, zerquetschte Hände hielten betend ein Sträußchen Lilien. Rund um die feuchte Erde deine Freundinnen, echt traurig und heftig geschminkt, gaben seltsame Laute von sich, wohl um Aufmerksamkeit zu erregen, eine Rolle im Film zu ergattern. Hier dieser Ring, ein Kindergedicht, Ehrenwort zur Stunde, da die Kommenden den Flug des Adlers lernen, zur Stunde, da deine Stirn das Verborgene freigibt, immer zur selben Stunde, da die roten Messer klingen, jene töten, die anders sind. Sie hat ein sehr schwieriges Verhältnis mit ihrem, zu ihrem Vater gehabt. Aha. Sie hat eine schwierige Kindheit. Obwohl der Vater ihre schauspielerische zum Beispiel Tätigkeit auch unterstützt hat von Anfang an. Er war auch ein gebildeter Mensch, ein hoher Staatsbeamter. Aber er hat sie eigentlich misshandelt. Also hat viel Gewalt erlebt mit ihm. Und noch eine Besonderheit, weil er hat sie als kleines Mädchen mit in den Friedhof immer genommen. Und sie sagt, dass ihr erster Kontakt mit der Poesie eigentlich die Grabinschriften waren. Also war alles seltsam. Er hat ihr keine, das bedeutet für ihn keine Freude. Und sie stilisiert natürlich das Elternhaus als einen Ort der Gewalt. Und in dem Vater sieht sie auch das ganze Patriarchat, ne? Und die ganze Unterdrückung dann. Und deswegen wird er jetzt in diesem Gedicht entthront. Ja. Bezeichnenderweise mit dem Titel Familie. Der Ursprung der Familie. Das ist natürlich auch ein Zitat, ne? Ein Zitat an Engel, genau. Ja. Ich hab dich reingelegt, alter Bastard. Schnurre Kippen von deinem Päckchen und du gibst mir Feuer. Ich blase den Rauch direkt in deine vom Alter getrübten Augen und frage dich auf meine Freundin schauen. Bist du scharf auf die Schlampe? Aus deiner uralten Brieftasche ziehst du ein Foto heraus. Ich mit 5 Jahren, mit einer idiotischen Schleife im Haar, stehe auf einem Stuhl. Schau mal, wie niedlich, sagst du mit gebrochener Stimme. Du bist kurz davor loszuheulen, alter Bastard. Mich kriegst du nicht. Meine Tochter kommt. Du bedankst dich für den Kuchen. Du kaust langsam an einem Frosch. Du hast Angst. Deine Venen sind geschwollen, deine Schläfen pochen. Die Schokolade, die du für die Kleine mitgebracht hast, ist in einer löchrigen Tasche geschmolzen. Sie klebt jetzt bestimmt an deiner Unterhose. Wir sind jetzt wieder allein, wir beide. Du bist ein Rentner, Baby. Und ich stehe auf dem Stuhl mit der gleichen idiotischen Schleife, mit der gleichen, haargenau gleichen Angst. 5 Jahre alt, 19 Jahre alt, 20, 30. Mein Leben lang, Vater. Η καταγωγή της οικογένειας. Σου την έφερα, παλιοπάσταρδε. Κάνω τράκα τσιγαράκι από το πακέτο σου και μου δίνεις φωτιά. Φυσάω καρφί τον καπνό στα ξέθωρα από τα γεράματα μάτια σου και σε ρωτάω κοιτώντας τη φίλη μου, σου γουστάρει η κόμενα? Βγάζεις από το αρχαίο πορτοφόλι σου μια φωτογραφία. Εγώ, 5 χρονών, με έναν ηλίθιο φιόγκο στο κεφάλι πάνω σε μια καρέκλα. Μου λες με σπασμένη φωνή, κοίτα πως ήσουν μικρή και είσαι έτοιμος να τα μπήξεις. Παλιοπάσταρδε, δεν θα με ρίξεις. Έρχεται η κόρη μου. Της λες ευχαριστώ για το γλυκό και μασάς αργά ένα βάτραχο. Φοβάσαι. Οι φλέβες σου φουσκώσανε, τα μηνύγια σου χτυπάνε. Η σοκολάτα που φέρες για τη μικρή έχει λιώσει στην τρύπια τσέπη σου, θα έχει κολλήσει στο σοβρακό σου.
Είμαστε ξανά οι δυο μας τώρα. Εσύ συνταξιούχος, μωρό μου. Εγώ ανεβασμένη στην καρέκλα με τον ίδιο ηλίθιο φιόγκο. Με τον ίδιο ολόιδιο φόβο. 5 χρονών, 19 χρονών, 20, 30. Όλη μου τη ζωή, πατέρα. Ich muss gerade an ein Foto denken, was in letzter Zeit immer mal gezeigt wurde, und zwar irgendwo in Kiew oder so spielte das. Und so ein kleines Mädchen zum 1. Mai hat so zwei so große Schleifen im Haar und ist aber stinksauer wegen irgendwas. Also sie steht da voller Wut und will sich überhaupt nicht freuen. Ja. Und das kommt ist genau, da, ja. Ne? Ja. Und es ist auch, ich finde, dieses Zurückgebliebensein in der Vergangenheit, ne, in der Kindheit, genau. Das ist auch offenbar diese ungelöste Wunde mit dem Vater. Ne, die bringt sie immer wieder zurück und erklärt natürlich auch sehr viel von der Wut. Und das ist ein Trauma auf jeden Fall. Und leider passiert auch in ihrem Leben dann auch etwas ganz Schreckliches. Sie war verheiratet mit dem griechischen Regisseur Pavlos Dasios und hatten eine Tochter zusammen, Mirto, die nach der Trennung der Eltern auch mit der Mutter aufwuchs, und sie kommt in vielen Gedichten vor. Aber die Tochter ist irgendwann drogenabhängig geworden und nach Zeugenaussagen, also die Leute glauben, dass Katerina Rohu dann bei dem Versuch, sie rauszuholen, selber auch in die Drogen gekommen ist. Trojastraße 35a. Mein Haus, genauso wie eures, dringt ein in die Häuser anderer Leute, so eng sind die Straßen, so massenhaft die Menschen. Manchmal ist mir dicht an dicht, wie wir leben, als schliefen wir alle im selben Bett, als putzten wir die Zähne mit derselben Zahnbürste und verputzten dasselbe Essen. Aber wenn ihr geht, lasst ihr die schmutzigen Teller stehen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Spüle immer so voller Dreck ist. Doch nichts für ungut. Ich tue alles, was ich kann, um euch zu zeigen, wie ich euch liebe. Deshalb klebe ich mir einen Schnurrbart an und gehe hinaus in den Regen, in der Hand einen Fächer, um eure Kinder zum Lachen zu bringen. Nur eine Bitte habe ich. Lästert nicht über uns und lasst meine Tochter Myrto in Ruhe. So kam sie auf die Welt voller Trauer. Trias 35α. Το σπίτι μου, όπως και το δικό σας, μπαίνει στα σπίτια των άλλων ανθρώπων, έτσι στενή που είναι οι δρόμοι, έτσι πολλοί που είναι οι άνθρωποι. Είναι φορές κολλητά όπως ζούμε, που θαρώ πως κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Πλένουμε τα δόντια μας με το ίδιο βουρτσάκι και τρώμε το ίδιο φαΐ. Μόνο που όταν φεύγετε, αφήνετε τα πιάτα σας άπλυτα, δεν εξηγείτε αλλιώς, έτσι βρώμικος που είναι πάντα ο νεροχύτης. Δεν πειράζει όμως. Και κάνω ό,τι μπορώ για να σας δείξω πόσο σας αγαπάω. Γι' αυτό κολλάω το μουστάκι και βγαίνω με τη βεντάλια στη βροχή, για να γελάσουν τα παιδιά σας. Μονάχα σας παρακαλώ, μη μας κουτσομπολεύετε και αφήστε τη δική μου τη Μυρτό ήσυχη. Έτσι γεννήθηκε, λυπημένη. Ja, man spürt, glaube ich, langsam auch diese Einsamkeit. Kommen wir vielleicht zu diesem Thema, weil das ist auch, also sowohl die soziale Einsamkeit als auch die persönliche waren für sie, haben sie geprägt. Und das ist eine, also das wird immer sichtbarer und immer, man merkt das in den Gedichten. Ich glaube, für sie war das wichtig. Also es geht nicht um existenzielle Einsamkeit, also um abstrakte Fragen, sondern es geht tatsächlich um die Erosion von innen. Also genau. Der Verrat von allen Freunden, Genossen, von der Partei, von den Männern, von allem, was mit denen sie, von den Ideologien, das ist die politische Haltung der Gesellschaft, das Vergessen des Kleinbürgers, all das war für sie der Verrat in Freundschaft, in Liebe, in der Politik, in allem. Und sie kommt aber auch doch in dem Punkt dann eben auf Kindheit zurück, ne? Ja.
Das ist ja jetzt eigentlich kontrafaktisch, weil die meisten ja auf ihre Kindheit zurückkommen, um das Leben zu feiern und so. Und sie kommt aber auf die Kindheit zurück, um das Leid zu sehen. Ja, weil sie das auch so erlebt hat. Ja. Einsamkeit. Einsamkeit trägt nicht die traurige Farbe der Windsbraut auf ihren Liedern. Sie schwingt ihre Hüfte nicht durch die Konzertsäle und eiskalten Museen. Sie besteht nicht aus vergilbten Bildern der guten alten Zeit, nicht aus den Mottenkugeln in den Truhen der Großmütter, noch aus violetten Bändern breitkrempiger Hüte. Sie spreizt nicht ihre Beine mit Schlafzimmerblick unter Gekicher, knappen Seufzern und knappen Dessous. Einsamkeit. Der Pakistanerfarbe trägt sie und wird Stück für Stück mit jedem einzelnen von ihnen am Ende des Lichtschachts verrechnet. Sie steht geduldig aufrecht in der Schlange. Buonasi, Santa Barbara, Kokinia, Turba, Stavropolis, Kalamaria. Mit heißem Kopf bei jedem Wetter. Sie spritzt ab mit Gebrüll und wirft Ketten in Fensterscheiben, ergreift die Produktionsmittel und verbrennt das Eigentum. Sie ist die Besuchszeit am Sonntag im Knast. Verbrecher und Revolutionäre im Gleichschritt auf dem Gefängnishof. Sie wird gekauft und verkauft, Minute für Minute, Atemzug um Atemzug auf den Sklavenmärkten der Welt. Auf dem Kotzplatz hier in der Nähe. Vor Morgenrot steht man auf, um sie zu sehen. Sie ist die Nutte vor den Freudenhäusern. Die deutsche Zahl, die die Soldaten tragen. Und die letzte endlose Strecke von der Autobahn ins Zentrum. Neben gepfählten Fleisch aus Bulgarien. Und wenn sie es nicht mehr aushält, ihr Blut kocht, weil ihre Gattung ausverkauft wird, tanzt sie auf den Tischen Sebekiko. In den Händen eine gut geschliffene Axt. Die Einsamkeit, sage ich, unsere, sage ich, ist eine Axt in unseren Händen, die über euren Köpfen kreist, kreist, kreist. Η μοναξιά δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συνεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλιών καλών καιρών και ναυθαλίνη στα μπαούλα της γιαγιάς, με νεξελιές κορδέλες και ψάθινα πλατήγυρα. Δεν ανοίγει τα πόδια της με πνιχτά γελάκια, βοηδίσιο βλέμμα κοφτούς αναστεναγμούς και ασορτίες όρουχα. Η μοναξιά έχει το χρώμα των Πακιστανών η μοναξιά και μετριέται πιάτο-πιάτο μαζί με τα κομμάτια του στον πάτο του φωταγωγού. Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά, μπουρνάζει Αγία Βαρβάρα, Κοκκινιά, Τούμπα, Σταυρούπολη, Καλαμαριά. Κάτω από όλους τους καιρούς με ιδρωμένο κεφάλι. Εξπερμαρτώνει ουρλιάζοντας, κατεβάζει με αλυσίδες στα τζάμια, κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής, βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία, είναι επισκεπτήριο τις Κυριακές στις φυλακές, ίδιο βήμα στο προάβλιο, ποινικοί και επαναστάτες, πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό, ανάσα-ανάσα στα σκλαβοπάζαρα της γης. Είναι εδώ κοντά η κοντζιά, ξυπνήστε πρωί, ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι πουτάνα στα παλιόσπιτα, το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους και τα τελευταία τέλειωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων στα γατζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία. Και όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζια ξυπόλυτη Ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας λέω, γιατί δική μας, λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνω από τα κεφάλια σας γυρίζει, 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 γυρίζει. Freiheit bedeutet Einsamkeit. Das sagte sie in einem Interview. Also,
Sie hat, sie hat gesagt, dass, also man merkt immer mehr, dass sie dann die Idee des Gemeinsamen immer mehr verlässt und im Grunde versteht, dass die Autonomie nur in dieser Einsamkeit möglich ist. Aber wie gesagt, das hat dann auch viel mit Enttäuschung und mit Desillusionierung zu tun. Man fragt sich halt, ob da überhaupt noch ein Rest Optimismus drin ist. In so einer Freiheit bedeutet Einsamkeit, ist ja eigentlich das, wonach man strebt, bedeutet eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Ja, so. Genau. Das ist übrigens auch das Thema ihres Lebens, glaube ich. Der Widerspruch eben, dass das, was man erreichen will, ist nicht kompatibel mit dem, was man wollte dann letztlich. Ja. Das sind jetzt schon spätere Gedichte, ja? Ja, die kommen. Wobei das nächste ist das auch vom ersten Band. Und das ist eins der bekanntesten und beliebtesten so Gedichte. Manchmal geht die Tür langsam auf und du trittst herein. Du trägst einen schneeweißen Anzug und Schuhe aus Leinen. Du beugst dich zu mir, legst sacht 72 Drachmen in meine Hand und gehst. Ich verharre genau da, wo du mich verlassen hast, damit du mich wiederfinden kannst. Aber es muss lange Zeit her sein, denn meine Nägel sind gewachsen und meine Freunde haben Angst vor mir. Jeden Tag koche ich Kartoffeln, ich habe keine Fantasie mehr und jedes Mal, wenn ich Katharina höre, erschrecke ich. Ich glaube, ich sollte irgendwen denunzieren. Ich habe ein paar Zeitungsausschnitte aufgehoben über jemanden, von dem man sagte, dass du es warst. Ich weiß, dass die Zeitungen lügen, denn da stand, man habe dir in die Beine geschossen. Ich weiß aber, dass sie nie in die Beine schießen. Die Gedanken sind ihr Ziel. Pass auf, ey. Die Gedanken sind ihr Ziel. Das ist das, was man oft in Athen dann auch gesehen hat, geschrieben an den Wänden. Das war eines der wichtigen Zitate so von ihr. Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις τοργικά στη χούφτα μου και βάζεις 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες. Έχω χάσει τη φαντασία μου και όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον. Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε πως σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε. Ja, kommen wir vielleicht zu Gedichten, die jetzt auch ihren späteren Zustand zeigen, die Zeit der Depression, der Drogen, des Alkoholismus. Hast du das Gefühl, dass sich das künstlerisch dahingehend ausgewirkt hat, dass es, meinst du, es gibt einen künstlerischen Abfall oder, also in der Qualität? Interessanterweise nicht. Ja, ne? Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, dass sie immer poetischer dann wird. Genau. Und diese Unterbrechung der rationalen, gegenwartsbezogenen, unmittelbaren Rede, die sie in den ersten Gedichten hat, wird unterbrochen eben von dem Unbewussten und von dem von etwas, was dann das Ganze wieder literarischer macht. Ne? Mhm. Und gleichzeitig beginnt sie auch, also man kann eine Entwicklung sehen, sie wird ein bisschen abstrakter auch, sie wird geistiger in gewisser Hinsicht. Man kann sagen, gegen Ende hat sie auch zugegeben, dass sie religiöser wird, aber auch wieder in einem romantischen, utopischen, in einer solchen Religion, ne? Ohne Grenzen, mit Freiheit, mit Liebe, mit
mit dem, was sie, also was sie eigentlich auch mit ihren politischen Idealen verbunden hat. Klänge jetzt. Plastinierte Adler entfalten versteinerte Flügel, lassen mir die Trommelfelle platzen, meine Ohren schmerzen. Klänge jetzt. Wirbelnde Köpfe in sternlosem Himmel suchen jahrhundertelang auf Erden nach ihrem himmlischen Körper, hinter wehenden Trauerschleiern Lichtjahre durch der Statuen eisige Lieder. Fließen steinerne Tränen, starren mich an, Klänge jetzt, wie das Hufeisengetrappel der Pferde, Dolche, Speere, Säbel, Schwerter geschnitzt, wiederkehren, wieder von den Weltenden aus den Tiefen der Geschichte. Wer hört sie nicht? Wer tut jetzt so, als würde er sie nicht hören? Stimmen, überall Stimmen, hohe Stentorstimmen mit Haken, toter Jungfrauen, Feldgeschrei, Satanisten, Fackel, Requiem, Propheten, Messiasse, Kreuze, laufen hinunter, nehmen Blut auf, Berge von Staub, winken mit brennenden Zweigen, mit erhobenen Armen, herrliches Halleluja des Todes. Klänge jetzt auf Halbmast in den sieben Türmen, entfalten, dröhnen, zerlumpt, durchlöchert, Wirbel voller Hämatome. Die alten Armeen beugen sich mitsamt ihrer Banner, krapp, krupp, mit ihren Holzschuhen. Die jungen Armeen erheben die Banner, steigen über die alten, passieren in einem runden, dichten Tunnel, der sich immer mehr schließt, marschieren im Nirgendwo, Klänge von Knüppeln jetzt, Rex, Kadaverlandschaften, die Wasser verseucht, Geier der SEK-Sedativa. Hyänen patrouillieren, lassen mich nicht die heiligen Gebeine meiner toten Brüder begraben, nähen mir die Augen zu, die Träume sind eingesperrt, ich kann nicht mehr weinen. Ein schönes, blondes Mädchen, leprakrank, irrt nachts durch die Träume meiner Freunde, die überlebten. Nackt bietet sie ihnen Lippen an. Verseucht ihnen die letzten reinen erotischen Fantasien. Nachts, damit ich mich nicht völlig verliere, halte ich ein kleines Buch mit Gedichten in den Händen, eine feuchte Streichholzschachtel für all jene, die noch schimmern. Werfe mit allerletzter Kraft einen Papierflieger in den sternlosen Himmel. Ich tora. Βαλσαμωμένοι αετοί, απολυθωμένα φτερά ξεδιπλώνουνε, μου σπάνε τα τύμπανα, τα αυτιά μου πονάνε. Ήχι τώρα, περιστρεφόμενα κεφάλια σαν άστρο ουρανό, ψάχνουν αιώνες στη γη το ουράνιο σώμα τους, πίσω από ανεμίζοντα κρέπια, έτη φωτός, μέσα από αγαλμάτων παγωμένα βλέφαρα, πετρωμένα δάκρυα τρέχουνε, με βλέπουν, με κοιτάνε. Ήχι τώρα, καρφωμένοι σαλόγων ποδοβολητά, Κάμες, δόρατα, ξύφη, σπαθιά σκαλιστά, ξανά φτάνουν, ξανά από τα πέρατα, από τα βάθη της ιστορίας. Ποιος δεν ακούει, ποιος κάνει τώρα πως δεν τους ακούει. Φωνές παντού, φωνές, ψηλές τεντόριες, αγγιλωτές, νεκρών παρθένων, οι αχές σατανιστές, πυρσί, ρέκβιεμ, προφήτες, μεσίες, σταυροί, κατηγορίζουνε, σηκώνουν αίμα βουνά από σκόνη, ανεμίζουνε αναμένα κλαδιά, τα υψωμένα χέρια τους, δοξαστικά αλληλούια θανάτου. Ήχοι τώρα με σύστιοι στα επταπύργια ξεδιπλώνονται, βουές, κουρελιασμένες, διάτριτες δίνες μελανιασμένες, οι γερασμένες στρατιές λιγάνε, πέφτουνε μαζί με τις παντιέρες τους, γκράπα γκρουπ με ξυλοπάπουτσα, οι καινούργιες, τις παντιέρες σηκώνουνε, πάνω στις γερασμένες πατάνε, περνάνε σε ένα τούνελ κλειστό, κυκλικό που όλο και κλείνει, πουθενά προχωράνε. Ήχοι τώρα λωστών, ρεξ, τοπία ψοφιμιών, μολύνουν τα ύδατα,
όρνεα καταστολής ή ενέ στην περίπολο δεν αφήνουν τα ιερά κόκαλα των νεκρών αδελφών μου να θάψω. Τα μάτια μου ράψανε, δεν βγαίνουν τα όνειρα, δεν μπορώ πια να κλάψω. Ένα πανέμορφο ξανθό κορίτσι λεπρό γυρνάει τις νύχτες στα όνειρα των επιζώντων φίλων μου. Γυμνή τους δίνει το στόμα της. Μολύνει τα τελευταία καθαρά ερωτικά όνειρά τους. Μέσα στη νύχτα, για να μην χαθώ τελείως, κρατώ στα χέρια μου ένα μικρό βιβλίο με ποίηματα. Ένα βρεμένο κουτάκι με σπίρτα. Σ' όσους ακόμη αχνοφέγγουνε, πετάω με όση δύναμη μου απόμεινε μια χάρτινη σαΐτα σαν άστρο ουρανό. Ja, man merkt, glaube ich, hier langsam die, also wie gesagt, das sind Gedichte, die sind auch geschrieben in der Psychiatrie. Also sie erzählt im Grunde jetzt hier auch eine Geschichte ohne Zeugen. Also sie ist nicht mehr auf der Straße, sie ist in der Anstalt. Und das ist natürlich für sie auch die ultimative Form von Gewalt, diese Vereinzelung auch, ja. Mhm. Also es gibt kein Publikum mehr. Genau. Und deshalb auch keinen mehr, den sie ansprechen kann. Ja, so. Genau. Und in diesem Moment beginnt sie, sich zu identifizieren, eben mit so einer Person wie Antigone. Ne? Man sieht auch hier, ja. ich will nicht die Brüder, ich kann nicht meine Brüder begraben. Das ist sehr charakteristisch. Die Qualität und die Kraft dieser Texte. Ja. Die auch bei allen Depressiven eben eine Kraft auch vermitteln. Also sie machen einen nicht mit depressiv. Im Grunde hat es die Katharsis-Wirkung, genau. oder? Man ja, geht durch dieses Elend und dann aber kommt man geheilt heraus. Ne? Also deswegen genau. ist alles, genauso wie sie das auch wollte, sie wollte, dass nichts getrennt ist. Als man sie gefragt hat, ob sie eine Kommunistin, ob sie eine Feministin ist, hat sie gesagt, nein, ich bin nicht nur Feministin. Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich will alles. Ich glaube, nur alles zusammengeht. Und so hat sie auch die Liebe in der Politik gesucht, die Fürsorge in den sozialen Kämpfen. Also alles versuchte, so diese an sich widersprüchliche Sachen zu vereinigen. Und am Ende hat sie tatsächlich diese ganzen Sünden der Widersprüche und das, was nicht zu vereinbaren ist, genommen und zum Ende gekommen. In einer Produktion der Reihe Lyrik im Ausland hörten Sie und hörtet ihr den Anon Pleasures Poetry Cast zu der griechischen Dichterin Katharina Rorou, vorgestellt in Lesung und Gespräch von Elena Palanzar und Jan Kuhlbrot. Wir bedanken uns für Ihr und Euer Interesse sowie beim Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung des Formats.